Weiter geht's hier in PES 2021 in der Meisterliga und wir stehen endlich mal wieder vor der Champions League. Und zwar geht's ins Achtelfinale gegen Benfica. Dann schauen wir uns erstmal jetzt die Aufstellung an und da sehe ich schon mal zwei rote Pfeile. Das finde ich jetzt nicht so geil. Und Titi tun wir mal raus für Gabriel. Ødegaard für Partey, oder? Ich möchte auf jeden Fall Ødegaard mal wieder spielen lassen. Hazard und Lacazette, die sind beide nicht ganz so frisch drauf. Könnten Bernardo Silva einsetzen, aber ich setze jetzt mal Coutinho ein und Lacazette. Wie setzt man denn den ein? Für Martinelli vielleicht. Den würde ich aber schon gern dabei haben. Eriksen tun wir dann auch noch raus. Und dann nehmen wir Saka oder Smith Rowe. Ich würde sagen, wir nehmen Saka mit. Da haben wir, ist eine ganz gute Aufstellung, würde ich sagen. So kann man schon mal in die Champions League reingehen. Wir haben zwar auch schwierige Spiele danach mit den beiden London Derbys, wo mir auch übrigens aufgefallen ist, letzte Folge habe ich noch angesprochen, weil ich gesagt habe, mit Folge 100 kommt es vielleicht nicht ganz hin, aber doch, es kommt mit Folge 100 tatsächlich hin. War mir gar nicht bewusst, dass wir schon so weit sind, dass wir hier jetzt in der 98. Folge sind. Das heißt, das Spiel gegen Chelsea wird tatsächlich die 100. Folge. Also ich würde sagen, Das muss fast geplant gewesen sein. Das muss Fügung gewesen sein, dass wir da im FA Cup ausgeschieden sind. Oder nee, das hat gar nichts damit zu tun. Wären gar keine FA Cup Spiele gewesen mehr sonst. Das wäre trotzdem die 100. Folge gewesen, auch wenn wir weitergekommen wären. Ich sehe schon, ich laber hier schon wieder kompletten Müll. So, rein der Achtelfinale von der Champions League. Noch nicht ganz im Achtelfinale, aber dafür eine Runde oder doch. Schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Haben sie nun einige Teams für den DFB-Pokal. Um mal das erste Thema des Tages hier anzureißen. Ja, Coutinho. Oh, schön auf Martinelli. Jetzt hat auf Pepe. Er kommt gut. Und er ist auch schon drin. 5 Minuten gespielt. So wollen wir das sehen. Ne, DFB-Pokal war mal wieder. Und ja, ich sag mal, die großen Überraschungen leider blieben irgendwie auch aus. Gott. Ihr seht sich, mit dem Reden habe ich es halt schon wieder. Das wird halt wieder ein Best-of an Redegespüren, die ich hier habe. Nee, die großen Überraschungen waren nicht ganz so dabei. Also auch in der ersten Runde schon dieses Jahr irgendwie so relativ wenig, sage ich mal. Da ist nur Leverkusen eigentlich gegen Elversberg ausgeschieden, was so wirklich überraschend war, sage ich mal. Gut, die Kickers sind auch noch weitergekommen als 5-Liga-Team. Das ist auch nicht unbedingt jetzt nicht voraussehbar gewesen. Aber sonst, ja. Die einzigsten wahrscheinlich jetzt sind Paderborn und Darmstadt, die gegen Gladbach und auch gegen Bremen weitergekommen waren. Auch wenn das gegen Bremen schon sehr kontrovers war. Dass da der vierte Offizielle, also stand ja schon 3-2 für Werder. Dass dann der vierte offizielle Pepe kommt dann nicht mehr hin, schade. Scheinbar einen Foul gesehen hat vor dem Tor. Also in der zweiten DFB-Pokalrunde gibt es noch keinen Videobeweis. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn wir ihn schon haben, dann können wir ihn ja eigentlich auch überall einsetzen. Aber okay, dann halt nicht. Turney jetzt hat. Wenn Martinelli ein bisschen weiter in die Mitte geht, dann kriegt er den vielleicht. War nah dran. Thiago auf Bellerin. Nee. Coutinho kommt auch nicht mehr hin. Jetzt hat nicht in Konter laufen, aber ein 2 gegen 6 scheint mir relativ schwierig zu sein. Nee, Bremen hat ja schon geführt und dann hat der vierte Offizielle gesagt, nee, ich habe da davor einen Foul gesehen, was ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt ein Foul war. Pepe hier, der spielt heute richtig auf, 2-0. So muss das. So will ich das sehen. So können wir noch in die Champions League reinstarten. Wenn wir wieder die glorreichen Champions League-Tage von Arsenal rausholen. Ødegaard hier perfekt auf Pepe und dann rechts rein. Ja, weil sonst wirklich, es gab vielleicht noch eine Kuriosität, sag ich mal, bei Elversberg gegen Bochum, wo es dann recht neblig war. Also wo es so neblig war, glaube ich, da irgendwer hat gesagt, ich weiß nicht, Schiri? Oder irgendwer hat das gesagt, dass eine Verlängerung gar nicht möglich gewesen wäre, weil man einfach gar nichts gesehen hat. Ah,
Das denke ich war nicht das Foul. Das war schon davor. Aber um nochmal auf Bremen zurückzukommen, genau, die haben ja dann im Elfmeterschießen verloren gegen Paderborn. Coutinho hier mit einem, oder Ødegaard mit einem Foul, war, weiß er jetzt selber nicht so richtig, würde ich jetzt auch nicht unbedingt pfeifen, aber wir kennen ja unsere Schiedsrichter in PES. Wir wissen ja, wie sie sind. Oftmals ein wenig dümmlich, würde ich sagen. Naja, erster Schuss hier von Benfica. Die ja bisher, sind die nicht noch ungeschlagen im Real Life? Ich meine, die sind noch ungeschlagen. Also irgendein portugiesisches Team, dachte ich. Jetzt komme ich wieder mit ganz gefährlichem Halbwissen. Ist noch ungeschlagen oder war zumindest relativ lange diese Saison ungeschlagen. Also nagelt mich nicht darauf fest, auf den Fakt. Aber soweit ich das weiß, also... Naja. Ja, Bellerin, der holt sich den hier schön wieder zurück. Und dann gehen wir gleich in den Konter rein. Pepe, Martinelli, Coutinho, Pfosten. Und Tierney, gut, da habe ich mal wieder zu früh gedrückt. Ja, was haben wir sonst noch so? Die Weltfußballerwahl, oder zumindest den Ballon d'Or. Die Weltfußballerwahl ist ja dann eigentlich, sage ich mal, von FIFA wieder selber hin. Aber der Ballon d'Or ist schon... Oh, Ødegaard hier mit einem ganz grauseligen Pass. Aber von Gabriel und Alaba gut geklärt. Und David Luiz dann wieder weniger. Aber Gabriel und Alaba wieder, so muss das sein. Nehmen wir an die Weltfußballerwahl, der Ballon d'Or. Und der ist ja auch in letzter Zeit nicht ganz ungeschunden davon gekommen, sage ich mal. Also da war ja schon immer relativ kontrovers, sage ich mal. Also, dass da manche Leute nicht gewonnen haben. Ich erinnere mich da immer an 2013 zum Beispiel zurück, wo Ribéry nicht gewonnen hat. Luiz, nee. Oh. Hat er schön gemacht. 2-1. Da sind wir ein bisschen zu wenig hingegangen mit David Luiz. Schauen wir uns natürlich nochmal an. Bin ich mit Gabriel auch wieder zu früh rausgerückt. Dann geht er um Luiz vorbei und die anderen laufen einfach nur auf einem Haufen rum. Eieiei. Aber naja, noch sind wir ja vorn. Naja, 13 wollte ich sagen. 10 auch. Würde ich auch sagen, dass vielleicht Wesley Sneijder damals ziemlich stark war und es vielleicht verdient hätte. 2013 mit dem Franck Ribéry, der den ja eigentlich auch auf jeden Fall verdient hat. Nix natürlich gegen die Leistung von Messi und Ronaldo. Ich meine, das sind zwei der größten Fußballer, wenn nicht sogar die beiden größten Fußballer aller Zeiten. Oder zumindest auf jeden Fall von dieser Generation jetzt hat. Aber trotzdem in dem Jahr würde ich sagen, war ein Franck Ribéry doch noch ein Ticken stärker. Und viele sagen immer, ja, es geht nicht um Trophäen, aber teilweise gefühlt bei anderen Wahlen habe ich mir schon so vor, ging es um Trophäen. Also weiß ich nicht. Aber naja, recht ausgeglichen die Statistik hier eigentlich. Gehen wir gleich rein in die zweite Hälfte. Naja, Weltfußballerwahl diesmal tatsächlich auch mit dem richtigen Sieger, also Karim Benzema. Ich denke mal, da wird sich keiner beschweren können, dass der Weltfußballer geworden ist. Sadio Mané auf der 2 hat mich ein bisschen überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass er unter den Top 10 ist, auf jeden Fall, und auch unter den Top 5 hätte ich ihn gesehen, aber Zweiter, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall auch eine gute Leistung. Martinelli schafft es nicht, hier durchzustecken. Luiz. Aber wir kommen natürlich beim Ballon d'Or, kommen wir natürlich nicht ohne eine Kontroverse davon. Und somit wurde Gavi von Barça zum besten U21-Spieler, zum besten Jungspieler gewählt. Ich weiß gar nicht, wie die Trophäe heißt. Aber da haben sich wieder relativ viele aufgeregt oder beziehungsweise beschwert oder echauffiert. muss ich auch ehrlich gesagt sagen, ja, da habe ich auch den Finger so ein bisschen gehoben und schon mal gedacht, na, nicht unbedingt. Also, mein gut, als Bayern-Fan habe ich natürlich auch ein klein wenig die Bayern-Brille noch auf und sage so, ja, Musiala, der ist schon wirklich ziemlich gut. Also, hätte ich ihm auch schon gegönnt oder hätte er, glaube ich, auch schon verdient.
muss man auch nochmal sagen, also auch das Spiel gegen Augsburg wieder Musiala, unfassbar. Also in so einem jungen Alter so heftig wirklich zu sein. Also wenn der wirklich, wirklich konstant so weiterspielen kann, also ich hoffe es, dass sie ihm gleich einen 20-Jahres-Vertrag bei Bayern geben. Und ich meine für Deutschland natürlich auch. Also kein Vertrag natürlich, sondern für Deutschland natürlich auch ein Riesenspieler mit einer riesigen Zukunft auf jeden Fall. Man muss ihn nur richtig einsetzen, richtig fördern und dann, glaube ich, stehen dem Bre auf jeden Fall Tür und Tor offen. Also, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt fair vom Ball getrennt war, aber okay. Ihr kennt sie ja, die Schiedsrichter. Vorhin schon gesagt. So, Martinelli, Coutinho gleich auf Pepe weiter und der sprintet hier nicht zum dritten Tor, sondern zum zweiten Mal an den Pfosten. Nee, aber ich muss auch sagen, Musiala, finde ich, hätte es schon verdient, ehrlich gesagt, den Award zu bekommen. Und wen ich fast, muss ich leider auch selber zugeben, noch mehr dem Award, sage ich mal, nicht gegönnt hätte, aber wer ihn, glaube ich, noch mehr verdient hätte. Ich kann ihm auch wirklich nicht leiden, muss ich sagen, aber Jude Bellingham hat es einfach verdient. Er war einfach großartig letzte Saison, muss man einfach sagen. Muss man einfach anerkennen. Ich meine, die Statistiken zeigen es ja auch. Auch wirklich ein grandioser Spieler. Aber ja, ist im Endeffekt tatsächlich auch noch Eduardo Camavinga ist davor noch gelandet auf dem zweiten Platz. Also Musiala dritter, Bellingham nur vierter. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht unbedingt, ob das so ganz stimmt. Ich meine, Gavi hat dann jetzt halt auch noch den Golden Boy Award. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie der. Auf jeden Fall noch einen weiteren Preis für den besten jungen Spieler. Also. Ja, kann jeder selber entscheiden. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber gedacht habt oder ob ihr findet, dass Gavi das verdient hat. Nicht hat das bestimmt, weil er ist auch kein schlechter Spieler. Ich meine, in so einem jungen Alter bei Barcelona Stamm zu spielen, das muss man auch erstmal schaffen. Muss man auch natürlich anerkennen. Aber ja, meines Erachtens nach auf jeden Fall vielleicht Bellingham und Musiala noch einen Ticken besser. Jetzt hat Martinelli im Abseits. Auch wild fand ich das, ich glaube City wurde zum Team des Jahres gewählt, wo ich mir auch so gedacht habe, mein Real hat die Champions League gewonnen und ist dann nicht das Team des Jahres geworden, sondern City, also gut, es kommt nicht immer nur auf die Champions League an, aber ich würde sagen, die Champions League macht schon einen sehr, sehr großen Teil aus, wer in Europa das Team des Jahres werden sollte. Ich meine, man kommt nicht immer verdient ins Finale, aber bei Real war es schon eine echt starke Saison. Würde ich sagen, wenn wir uns hier nochmal ein kleines Foul gönnen. Damit Benfica hier nochmal einen Freistoß bekommen. Und wir sind ja eigentlich immer noch beim Stand von 2-1. Also jetzt noch ein Tor. Gut pariert hier von Leno. Der hätte auch durchaus reingehen können. Zweite Hälfte deutlich schwächer hier von. Oh, Bellerin mit einem furchtbaren Pass. Jetzt hat. Oh, natürlich wieder Freistoß. Naja, kann man schon langsam eine Schlägerei hier anfangen. So. Nächster Freistoß. Nächstes Mal zittern. Aber den haben wir vielleicht. Haben wir ja. Saka kriegt den nicht. Nein. Der ist ein bisschen zu weit weg, aber immerhin sind wir wieder in der Hälfte des Gegners angekommen, also. Ah, Saka gut dazwischen gegangen beim Einwurf und Xhaka diesmal. Der das entscheidende 1-0 gemacht hat, jetzt hat erst für Arsenal in der Euroleague im Nachholspiel gegen die PSV Eindhoven. Ah, gut. Kann man als faul sehen, würde ich sagen. Somit Arsenal ja auch weiterhin in der Europa League ungeschlagen. Sie haben auch keinen Unentschieden geholt, sagen wir so. Nur gewonnen bisher in der Euro League.
Dafür wurde das Spiel jetzt gegen City verschoben. Ich wusste gar nicht, dass das gewesen wäre, aber tatsächlich, unter der Woche hatten wir auch einen Premier League-Spieltag. Oh nein. Leno hält. Wo es tatsächlich dann zum Gipfeltreffen gekommen wäre zwischen City und Arsenal. Wo sich ja Arsenal auch ein bisschen was hätte tatsächlich erlauben können, weil City hat ja gegen Liverpool verloren. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge angesprochen haben oder nicht. Bellerin wird safe nach der Folge oder jetzt nach dem Spiel wird er safe verletzt sein. Der ist mir heute ein bisschen zu viel schon wieder gelaufen. Saka holt sich den Ball nochmal. Und das war's. Zweite Hälfte eher schlecht, aber gut. Wenn die erste Hälfte reicht, dann kann man in der zweiten auch schlecht sein. Nein, so wollen wir natürlich nicht spielen, aber... Na, hatten wir überhaupt einen Torschuss? Mal werden zumindest einen Schuss. Einen Schuss hatten wir. Kein Torschuss. Bestimmt nicht die beste Leistung, aber wir gehen auf jeden Fall mit einer recht guten Ausgangslage in die zweite, nicht in die zweite Runde, ins zweite Spiel. Da wird Luis und Bellerin mit einer 4-5. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Saka natürlich mit einer 7-5. Wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Real gegen Inter 0-3, Benfica Arsenal, also 1-2. City Lazio 0-0, Atletico Neapel 2-0. Başakşehir hier gegen Juventus 0-1, PSG Chelsea 0-0. Barca gegen Bayern haben wir da wieder. 0-2 ist er jetzt halt auch, unter der Woche dann wieder. Und Young Boys gegen Liverpool 0-2, also ein sehr torarmer Champions League Spieltag. Da ist ja fast gar nichts passiert. Und dann geht's ins Derby gegen die Spurs. Derby League Spiel Kapitel 3. Was haben wir denn? Sind Sie vor dem Derby sicher zufrieden mit Ihrer Form? Wie möchten Sie die Partie angehen? Wir wollen unbedingt gewinnen. Wir sind nicht völlig bereit. Wir haben noch Überraschungen auf Lager. Ja, also auf jeden Fall haben wir noch Überraschungen auf Lager. Also man kann nicht wissen, wie sich so ein Derby entwickelt. Selbst die allerbesten Teams können am Ende eine miserable Leistung zeigen. Und umgekehrt gilt dasselbe. Ja. So gehen wir hier vor die Presse. Valerie nicht verletzt. Immerhin. So, dann würde ich aber schon mal sagen, wenn ihr das Video awesome fandet, lasst ein Like, dann einen Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wenn es ins erste von zwei Derbys geht, wenn es dann heißt Arsenal gegen Tottenham. Folge 99, kurz vorm Jubiläum. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin, Servus!